alle an diesem Mittwochabend hier zu sehen. Hanna, vielleicht kannst du noch mal alle stumm schalten. Alle können noch mal auf ihr Stummzeichen kurz schalten, damit wir nur eine Stimme hören und nichts halt. Ich werde mich in den nächsten paar Minuten einfach vorstellen, wenn wir in der Zwischenzeit Leute sich noch dazu schalten. Und dann schießen wir gleich los, weil der Sinn von dieser kleinen Miniserie einfach kurz ein paar Ideen zusammenzuteilen. Und der Sinn von diesem Kurs ist eigentlich in ihrer Arbeit. Deswegen, ich würde Sie bitten, alle jetzt einen Stift und Papier vorzubereiten, weil bei dieser Stunde geht es nicht so viel darum, was ich zu sagen habe. Es geht ganz viel darum, was Sie denken, wie Sie es fühlen, wie Sie diese Informationen aufnehmen und verdauen. Deswegen, wenn es geht, bitte bereiten Sie Papier und einen Stift vor. Etwas macht Tong-Tong bei mir, ich weiß noch, bei allen. Und ich glaube, bitte überprüfen Sie nochmal, dass bei allen, dass alle schon geschaltet sind, damit wir alle gut hören können. Okay, Hanna, ich schlage vor, wir schießen gleich los und fangen langsam an. Also für die, die mich noch nicht kennen, wobei ich denke, dass ich fast alle hier eigentlich persönlich auf diesem Call kenne, ich bin Ita Afanasyev, ich bin von meiner Ausbildung her diplomierte Juristin. Ich lebe seit wir verheiratet, seit 16 Jahren in Berlin mit meinem Mann und meinen 5 ganz tollen Kindern. Ich leite ein jüdisches Projekt an, J-Academy heißt es. Es ist ein jüdisches Gap Year für Studenten aus ganz Europa. Ich liebe es zu unterrichten. Ich finde, das ist etwas, was ganz besonders ist, dass wir in einer Zeit leben, wo Frauen sich zusammen können, um etwas Gutes, um etwas Produktives zusammenzulernen. So. Jetzt, das Thema von dieser Reihe ist eigentlich die 8 Geheimnisse von einer glücklichen jüdischen Ehe. Und da ich aus dem Jurabereich komme, bin ich fasziniert von Definitionen von Worten. Das ist etwas, was wir heute zu unserem Thema machen werden. Wir werden uns Worte definieren, die wir eigentlich tagtäglich benutzen. Und wir werden schauen, wie weit wir mit diesen Worten eigentlich kommen. Das erste Wort und das erste Konzept, was ich ganz gerne mit Ihnen besprechen würde, ist ein Geheimnis. Okay? Ich würde Sie bitten, jetzt Ihre Stifte zu nehmen und aufzuschreiben, was ist ein Geheimnis? Wer möchte, kann das gerne in den Chat hier reinschreiben. Was ist ein Geheimnis? Machen Sie das. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie mitmachen. Ein Geheimnis. Sie können auch ein Mikro anschalten, wenn jemand mutig genug ist, um das einfach reinzusagen. Was ist ein Geheimnis? Einen Chat reinschreiben, einfach reinschreien, sich aufs Papier aufschreiben, ein Geheimnis. Etwas, was niemand weiß, schreibt Marina. Okay, was nicht jeder weiß, okay. Tanja schreibt das, interessant. Nur ich weiß das, also noch strenger, nur ich weiß es, das ist mein Geheimnis. Okay, interessant. Etwas ganz Persönliches, nicht für jeden. Sehr gut, eine Botschaft. Okay, etwas, was im Verborgenen liegt. Okay, sehr schön, das geht alles sehr in dieselbe Richtung. Das heißt, es ist ein Aspekt da von etwas, was unbekannt ist. Okay, jetzt, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wenn wir über die Ehe reden, wenn wir über die glückliche jüdische Ehe reden, es ist unheimlich wichtig, verstehen, dass das kein Geheimnis ist. Okay? Der Kurs heißt Geheimnis, aber es ist kein Geheimnis. Und es kann, und ich werde das weiter erklären, es kann per Definition kein Geheimnis sein. Okay? Lassen Sie uns ein bisschen das weiterentwickeln. Rav Salanter, ein ganz, ganz wichtiger Denker des letzten Jahrhunderts, hat eine unglaubliche Sache gesagt. Er hat gesagt, dass, und er zitiert den Gaon von Vilna, er hat gesagt, dass der Sinn davon, dass unsere Seelen auf diese Welt geschickt werden, ist eigentlich ganz einfach. Der Sinn dafür, dass wir da sind, ist Charakterarbeit. Wir kommen auf diese Welt, um an unserem Charakter zu arbeiten. Okay, ganz wichtig, nicht um am Charakter von anderen Personen zu arbeiten, nein, nein, nein. Wir kommen hierher, um an unserem Charakter zu arbeiten. Jetzt, wir wissen aus dem Talmud und ganz unterschiedlichen Quellen, die jetzt neue Quellen sind oder schon ein bisschen älter, dass wenn wir in der nächsten Welt gerichtet werden, darüber, was hier passiert, das, was passiert ist, das, was immer noch passiert,
Es gibt eine einzige Beziehung, die für diese Rechnung, die wir dort sozusagen bekommen, die für diese Rechnung relevant ist. Und das ist die Beziehung, die Ehebeziehung. Das ist die Beziehung mit meinem Mann. Das heißt, von allen Sachen, die ich in meinem Leben machen werde, die ich immer noch mache, ich bin toll hier und wunderbar dort und so weiter, ich werde danach gerichtet. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Ist es die Beziehung zu allen Familienmitgliedern in meinem Haus unmittelbar oder zu dem Mann speziell, nur zu dem Mann selbst. Aber auf jeden Fall, der Mann ist bei jeder dieser zwei Meinungen dabei. Die Beziehung, meine Beziehung zu meinem Mann ist absolut zentral für alles und für meine spezielle Aufgabe auf dieser Welt. Okay, jetzt, was hat das mit dem ersten Begriff des Geheimnisses zu tun? Das ist ganz einfach, weil wenn das so zentral ist für alles, was ich auf dieser Welt zu tun habe, dann kann Hashem, dann kann Gott kein Geheimnis daraus machen, was zu tun ist. Wenn das so wichtig ist, stellen Sie sich vor, Sie stellen jemanden ein bei der Arbeit und er bekommt ein Wahnsinnsgehalt, keine Ahnung, 12.000 Euro im Monat. Und sagt, okay, aber was habe ich zu tun? Und sagen sie, nein, wissen Sie, ich sehe, mein Mann war kurz da. Und dann sagen sie, nein, es ist ein Geheimnis. Ich sag dir nicht, was du zu tun hast. Es bleibt unter uns, unter uns in der Leitung. Du wirst es nicht wissen. Das heißt, wir müssen verstehen, dass per Definition Sachen, die wichtig sind, und das ist etwas extrem Wichtiges, das ist nicht etwas, was ein Geheimnis ist, okay? Jetzt, wir leben in einer Welt, wo Informationen sehr leicht einfach da sind. Wir sehen, dass Informationen eigentlich auf unserer Handfläche sind. Wir brauchen nur mit dem Finger zweimal so zu tun und wir kommen eigentlich an jede Info, die man in der Welt überhaupt brauchen könnte. Jetzt wichtig ist, dass fast alles, was Sie in diesem Kurs hören werden, könnten Sie zweimal so mit dem Finger machen und Sie würden das in Ihrem Handy finden oder Sie haben das schon mal gehört. Aber es geht nicht darum, etwas Neues zu hören. Es geht darum, etwas zu hören, was durchdringt. Es geht darum, etwas zu hören, was mein Morgen etwas anders macht, was mich morgen etwas anders macht. Und darum hoffentlich wird es in diesem Kurs gehen. Das heißt, das, was wir bis jetzt gesagt haben, ist, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau absolut zentral ist im jüdischen Denken. Dass diese Beziehung das ist, wonach wir in der nächsten Welt gerichtet werden. Und dass das kein Geheimnis ist, wie diese Beziehung überhaupt richtig gestellt werden sollte. Ich würde gerne mit dem ersten Prinzip anfangen, was ich heute vorstellen würde. Und dieses Prinzip ist folgendermaßen. Ein Mensch wird daran erkannt, wie er sich in Kleinigkeiten benimmt. Okay? Das heißt, es ist sehr, sehr leicht, im Großen und Ganzen ein guter Mensch zu sein. Es ist sehr, sehr leicht, wenn man auf der Bühne ist und, ich weiß nicht, den Nobelpreis bekommt, große Reden zu erzählen und ganz, ganz toll sich zu benehmen, wenn alle zugucken. Wir werden aber danach gerichtet. Nicht nur, wie wir uns mit unseren Ehemännern und mit unseren Familienmitgliedern benehmen, sondern wir werden danach gerichtet, wie wir in den intimsten und familiärsten Situationen uns bewegen. Das heißt, dass Kleinigkeiten ist das, was die wirkliche Größe. Man kann jemand sagen, weißt du, ich liebe dich, toll, der Valentinstag. Man kann einen riesigen Rosenstrauß bringen, okay? Eigentlich ist das möglicherweise total bedeutungslos. Was ist wichtig? Wichtig ist, wie man sich zueinander in Kleinigkeiten benimmt. Und ich möchte gerne, dass Sie sich jetzt literally einfach nur 10, 15 Sekunden Zeit nehmen und ausschreiben, eine Kleinigkeit, die mein Mann, die mein Partner für wichtig findet und die ich aber nicht wirklich respektiere, nicht wirklich befolge. Das kann etwas total Lächerliches sein. Okay, einfach nur für sich, um ein bisschen in diesen Modus reinzukommen. Es kann sein, ich weiß übrigens, ich glaube, meine Mama ist auf diesem Call, was für mich eine riesige Ehre ist. Übrigens, es ist interessant, es wird gesagt, dass in den Zeiten, bevor der Mashiach kommt, wird sich alles umdrehen und Kinder werden ihre Eltern unterrichten. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Fall. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass sie da ist. Aber zum Beispiel in meinem Elternhaus ich hoffe, sie hat nichts dagegen, dass ich es erzähle, aber es ist sehr wichtig für meinen Papa und es ist eine
totale Kleinigkeit, aber dass der Hering genug Öl hat. Okay? Eine totale Kleinigkeit. Und jedes Mal, dass man... Das ist... Das ist für ihn etwas Besonderes. Und wir müssen verstehen, es geht nicht um große Aussagen. Es geht nicht darum, dass mein Partner morgen aufwacht und es ist ein Plakat auf dem Gegengebäude, ich liebe dich über alles. Okay, wir sind nicht mehr 18. Ja, aber es geht um Kleinigkeiten. Wie kann ich, und es gibt ein faszinierendes Buch, was jetzt nicht das Thema von diesem Unterricht ist, das heißt die fünf Sprachen der Liebe. Was ist die Sprache der Liebe von meinem Partner? Und wie kann ich ihm sagen, dass ich ihn liebe? Mit Öl im Hering oder vielleicht damit, dass zum Beispiel für meinen Mann ist es sehr, sehr wichtig, dass auf seinem persönlichen Sessel keine Handys oder iPads oder sonstiges oder Bücher liegen. Es ist wichtig, dass der Sessel leer ist. Okay? Wie kann ich Kleinigkeiten finden und mit diesen Kleinigkeiten der Person, die mir wichtig ist, sagen, du bist wichtig, ich liebe dich, du bist jemand Besonderes in meinem Leben. Und ich glaube, dass wenn wir in einem Stadium des Ausgehens sind, dann sind uns alle diese Details extrem wichtig, weil wir kennen die Person erstmal, lernen die Person erstmal kennen, es ist alles aufregend und er mag das und sie zieht das vor. Und langsam mit der Zeit, besonders Leute, die schon länger verheiratet sind, und ich muss sagen, ich bin jetzt, 16 Jahre lang verheiratet, und langsam verblasst es so ein bisschen. Man denkt, okay, weißt du was, so, das ist gut genug. Ich muss jetzt nicht so wirklich speziell darauf achten. Und es ist wichtig zu verstehen, dass der Fokus meines Lebens ist bei mir zu Hause. Aus allem, was bei mir zu Hause los ist, der Fokus meines Lebens ist auf meinem Ehepartner und es ist auf den Kleinigkeiten. Ich bringe ein Beispiel, meine Kinder lachen immer. Ich habe die Tradition, dass bevor mein Mann nach Hause kommt, ich weiß immer ungefähr, wie viel Uhr das ist, ich gehe immer ins Bad und eigentlich mehr für mich als für ihn, weil ich glaube nicht, dass er das mitbekommt, aber ich erfrische mein Make-up. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, einfach ein bisschen Hauch Parfüm. Und meine Kinder wissen das schon von ganz, ganz kleinem Alter. Sobald sie wissen, dass Mama jetzt anfängt, ihren Lippenstift drauf zu sagen, oh, Tati kommt nach Hause. Und wissen Sie, das ist eine wunderschöne Sache, dass die Kinder aufwachsen und sehen, Mama möchte für Papa schön sein. Mama möchte nicht nur schön sein, wenn sie zu einer Veranstaltung rausgeht, wenn sie zur Arbeit rausgeht. Nein, der Fokus des Lebens ist ganz, ganz klar im Haus. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Wenn wir jetzt zum Begriff des Glücks gehen, ja, weil wir reden über die glückliche jüdische Ehe. Ich würde Sie jetzt bitten, die Stifte zu nehmen und aufzuschreiben, was ist Glück? Noch nicht mal auf die Ehe bezogen, sondern einfach so, was ist Glück? Ich kann gerne in den Chat reinschreiben. Was ist Glück? Wie würden Sie Glück für sich definieren? Gesundheit und Familie, schreibt Clara und Svetlana. Okay, Zufriedenheit, absolut zufrieden, interessant. Gefühl des Wohlseins, okay, sehr schön. Serotonin, okay, wir gehen ein bisschen chemisch rein, sehr schön. Okay, Gefühl von Erfüllung, okay. Okay, Kribbeln im Bauch, okay, Harmgefühl, sehr, sehr schön. Ich glaube ganz, ganz oft, dass wenn wir über Glück sprechen, das ist ein sehr, sehr tiefes Thema für sich, aber sehr oft vertauschen wir den Begriff des Glücks mit dem Begriff des Komforts, mit dem Begriff von, das wurde erwähnt kurz, mit diesem Kribbeln im Bauch. Und sehr, sehr viele, ich berate viele Frauen, die entweder heiraten oder frisch verheiratet sind, viele sagen, weißt du, ich habe das Gefühl und es ist einfach nicht mehr da. Ich fühle das nicht mehr. Ich habe dieses Gefühl einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns alle zu definieren, was ist eigentlich Glück für mich? Und was ist Glück für mich in der Ehe? Was erwarte ich eigentlich von der Ehe? Und leider ist es so, dass wir eine Generation sind, die sehr durch Hollywood, die sehr durch Filme geprägt wurde. Ich habe mir neulich einen ganz alten Film angeguckt von Julia Roberts, die Hochzeit meines besten Freundes. Und man guckt sich das an und es ist alles so hübsch und sie tanzt und so weiter. Ich meine, weißt du, eigentlich nichts davon ist wahr. Das Leben ist nicht so. Das Leben ist nicht tanzen,
in einem Saal mit vielen weißen Blumen. Das Leben ist ganz, ganz anders. Und Glück ist auch dieser Moment, der dort gezeigt wird, der ist wunderschön, der ist ein Moment von Schönheit, der ist ein Moment von Freude. Aber Glück, das ist wirklich Glück, was man erleben kann, wenn man tief mit jemandem zusammen ist und sich wirklich versteht. Deswegen, ich Glück, wenn man das von der Tora aus definiert, ist nicht einfach etwas, was sich gut anfühlt. Es ist nicht einfach etwas, was gut schmeckt. Es ist nicht einfach etwas, was gut aussieht oder jemand, der in mir ein schönes Gefühl erweckt. Glück ist ein tiefes Gefühl in mir drin, dass das, was ich jetzt tue, genau das ist, was ich tun möchte. Das ist eine genaue Synchronisierung zwischen meinen Werten und dem, was ich in meinem Leben mache. Das heißt, eigentlich idealerweise, und das ist etwas, was ich mit meinen Kindern und mit meinen Schülern ganz viel bespreche, eigentlich, wenn ich abends ins Bett gehe und so ein bisschen mein Leben in meinem Kopf mir durchgehe, ich sollte in der Lage sein, jede Situation in meinem Tag durchzugehen, solange ich mich daran erinnere, und sagen, okay, unter den Umständen, wo ich war, habe ich genau so reagiert, wie ich reagieren wollte. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit hätte, diese Situation nochmal zu erleben, würde ich alles genau so machen. Ich würde nichts anders machen. Mein Leben, mein Benehmen war komplett in Harmonie mit meinen Werten. Okay, das heißt, zwei Schritte für Glück sind eigentlich notwendig. Es ist wirklich wichtig, ein festes Wertesystem zu haben, ein System des Benehmens, was ich für richtig halte. Und dann ist es wichtig, eine gewisse Charakterstärke zu entwickeln, dieses System auch tatsächlich dann ins Leben zu übersetzen. Das heißt, das kann sein, dass heute beim Homeschooling von meinen vier Kindern zu Hause, dass es ganz schön wild zuging, weil das nicht ging und dies nicht ging und so weiter. Aber das ist nicht wichtig. Umstände ist nicht etwas, woran ich mein Glück messe. Ich messe mein Glück immer an meiner Reaktion. Okay? Das heißt, Glück im Judentum ist nicht etwas, was abhängig ist von Umständen. Das heißt, wenn ich diese Person heirate, wenn ich diesen Job bekomme, wenn ich das und das habe, wenn ich für Valentinstag endlich von meinem Mann 18 Rosen bekomme. Nein, Glück meine Lebenseinstellung. Das ist meine Einstellung und mein Glaube daran. Das ist genau jetzt, wird es, was ich brauche, um in meinem Leben weiterzukommen. Okay? Das ist genau das, was ich brauche. Und das Einzige, was wichtig ist, ist das, wo mein freier Wille ist. Was ist meine Antwort darauf? Bin ich in der Lage, unter den Umständen, die da sind, die beste Ich zu sein. Und es gibt im Talmud eine, ich finde, es ist eine der wunderschönsten Stellen, die ich habe, und eine Stelle, die eigentlich wunderschön und zugleich sehr, sehr furchterregend ist. Es wird gesagt, dass in der nächsten Welt, wenn wir gerichtet werden, und wir haben gesagt, nach meiner Ehe, nach der Beziehung zu Hause, neben mir wird eine Ita stehen, die ich werden könnte, wenn ich mein Leben zum Maximum gelebt hätte. Wenn ich wirklich jede Situation an mein Wertesystem angepasst hätte. Und alleine diese Person zu sehen, das alleine ist schon, glaube ich, ganz schön stark. Deswegen, das, was ich jetzt im zweiten Schritt gerne sagen möchte, ist, dass Glück und eine Ehe, die glücklich ist, ist nicht unbedingt eine Hollywood-Ehe. Ja, so wie alle Filme enden. Und die heirateten und starben an einem Tag. Ja. Eine Ehe, die glücklich ist, ist eine Beziehung von zwei Personen, die das Gefühl haben, dass ihr Leben an ihr Wertesystem synchronisiert ist und dass sie mit jeder Situation, so schwer sie es auch sein mag, dass sie dadurch einfach weiterkommen. Okay? Dass sie dadurch einfach bessere Menschen werden. Das heißt, es kann sein, dass Sachen wild passieren, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, wer bin ich als Person in dieser Situation? Wer bin ich dir gegenüber in dieser Situation? So, jetzt, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit übrig. Ich würde gerne, dass Sie jetzt Ihre Stifte nehmen und aufschreiben, eine Definition oder ein Ziel der Ehe. Okay? Wofür heiraten wir? Und bitte nur nicht Kinder. Kinder dürfen Sie nicht bringen. Etwas anderes. Für Kinder brauche ich zu heiraten.
Wofür heiraten wir? Okay, das ist etwas, was total oder bis vor kurzem ein Teil von auch von der säkulären Welt war. Aber was ist eine Ehe? Wofür heiraten? Eigentlich eine sehr, sehr, die meisten Frauen auf diesem Call sind eigentlich verheiratet. Eigentlich eine sehr, sehr einfache Frage, aber wenn man sie so zu hören bekommt, denkt man wirklich, was ist der Sinn davon? Traut sich jemand in den Chat reinzuschreiben? Um sich zu ergänzen, schreibt Miriam. Okay, sehr schön. Noch? Um ein Ganzes zu werden, um gemeinsam etwas aufzuschreiben, schreibt Sarah, um sich weiterzuentwickeln. Okay, was ist der Sinn von der Ehe? Vertrauen und eine Verbindung zu schaffen, Glück und Freundschaft zusammen, in immer eins zu werden und einander zu erfüllen, vollkommen. Okay, sehr, sehr schön. Das heißt, dass der Sinn von der Ehe, wenn wir das auf einem heute ganz einfachen Niveau besprechen, ist, Ehe ist ein, und das hört sich ein bisschen technisch auf Englisch an, aber es ist ein People-Makings-Machine. Es ist ein Phänomen, es ist ein System, was Menschen zu besseren Menschen macht. Okay? Das heißt, der Sinn der Ehe für sich, so wie Judentum die Ehe anschaut, ist, dass als Resultat davon, damit wir, wenn wir mit 120 dort ankommen, damit wir uns zusammen beide und einzeln angucken und wir sagen, weißt du was? Wir sind zu besseren Menschen geworden. Du hast mir geholfen, ein besserer Mensch zu werden. Ich habe dir geholfen und wir haben zusammen etwas erschaffen. Das heißt, alles, was Sie geschrieben haben, ist richtig. Aber was der Aspekt, den ich jetzt hier weiterbringen möchte, ist der Gedanke davon, dass ich verstehe, dass einerseits alle Umstände in meinem Leben genau das sind, damit ich als Person weiterkomme. Meine einzige Verantwortung und meine einzige mein einziger Fokus im Leben ist eigentlich nur auf meinen Reaktionen, auf dem, wie ich auf Lebenssituationen antworte. Und letztendlich, die Ehe ist dafür da, und so suche ich mir auch meinen Partner aus, um zu verstehen, wir möchten als Menschen weiterkommen. Wir möchten als Menschen bessere Menschen werden. Und es gibt nichts Wunderschöneres, als wenn man sich in Situationen sieht, in Situationen, die sehr herausfordernd sind. Wir hatten gerade heute Morgen eine sehr, sehr anstrengende Situation mit den Kindern und mein Mann ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen und hat das übernommen. Und ich stand einfach neben ihm und ich habe mir angeguckt, was er den Kindern gesagt hat und wie er das alles überhaupt auf die Reihe bekommen hat. Ich habe gesagt, weißt du was, es ist unglaublich, was du dort einfach geleistet hast. Es ist so ein Glück zu sehen, dass jemand weiterkommt, dass jemand versteht und dass jemand als Mensch einfach sich weiterentwickelt. Deswegen, was ich gerne als, weil unsere Zeit ist schon langsam um, was ich gerne Ihnen als Hausaufgabe geben würde, ist Folgendes. Ich hätte gerne, dass Sie, und das ist ein bisschen kreativ, aber dass Sie ein Bild aufmalen davon, wie Ihre Ehe im Moment ist. Okay, man muss nicht künstlerisch sein, das ist nur für Sie übrigens. Wenn Sie möchten, können Sie mir das gerne zuschicken. Ich poste es gleich in den Chat. Ich habe eine kann dort meine sehen. Zeichnen Sie ein Bild davon, wie Sie sich mit Ihrem Partner im Moment sehen. Okay, das kann etwas Abstraktes sein mit irgendwelchen Figuren, das kann etwas Wortwörtliches sein. Und dann zeichnen Sie ein Bild davon, wie Sie es gerne hätten. Okay, was fehlt in diesem Bild? Okay, also nochmal, das ist ein bisschen kompliziert. Ein Bild zu zeichnen, nur für sich. Sie können das mit Ihrem Partner teilen. Okay, und dann ein Bild davon, wie Sie das gerne hätten. Ja, das heißt, zwei Bilder, so wie das jetzt im Moment ist und so, wie ich das gerne hätte. Und dabei würde ich das gerne belassen zum nächsten Mal. Das heißt, das, was wir heute gesagt haben, wir haben gesagt, dass der Sinn davon, dass wir auf diese Welt kommen, ist, dass wir bessere Menschen werden, dass wir an uns arbeiten. Wir wissen, dass die Ehebeziehung, die vielleicht die Beziehung ist, die uns herausfordert, wie wahrscheinlich nichts anderes.
Aber das wird die Beziehung sein, an der wir tatsächlich dann auch in unserem Leben gerichtet werden. Unser Fokus ist darauf zu verstehen, dass mein Glück nicht von den Umständen abhängig ist. Das heißt, Sachen können passieren. Sachen können nach meinem Verständnis passieren oder auch nicht. Ich bin in der Lage, loszulassen, das, was ich nicht kontrollieren kann. Und ich bin in der Lage, mich komplett darauf zu fokussieren, was ich als Person, wie ich diese Situation jetzt besser machen kann, wie ich diesen Menschen jetzt in dieser Situation konkret besser sehen kann. Wir haben in der ersten Stufe gesagt, dass die Definition oder die Definition, die ich heute gerne besprechen möchte, von einer jüdischen Ehe ist es ist ein Konstrukt, um bessere Menschen zu machen. Das heißt, jede Situation, die auf mich zukommt, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist ein Teil von dem großen Konzept von unserem Glauben, dass jede Situation, die mit mir passiert, ist komplett und absolut auf mich maßgeschneidert. Jede Charaktereigenschaft meines Partners, jede kleinste Wahnsinnigkeit, die in meinem Leben passiert, alles ist komplett und absolut persönlich mich zugeschaltet. Ich habe neulich, mein Mann hat mir erzählt, es gibt in Israel eine Musikanlage, die entwickelt wurde, die speziell in die Ohren eines Zuhörers spielt. Das heißt, wir könnten alle in einem Raum sein und diese Musik würde ich hören, aber zum Beispiel Marina würde sie nicht hören und Rivka würde eine andere Musik hören. Und so ungefähr muss man sich das Leben vorstellen. Hashem spielt in meine Ohren und in meine Augen genau das, was ich gerne sehen möchte. Wir sind jetzt in einem Unterricht, wie viele? 100 Teilnehmer, wow. Okay? Und jede einzelne Person hört etwas eigentlich komplett anderes, obwohl die Worte genau gleich sind. Aber jede hört genau das, was sie jetzt hören muss, um weiterzukommen. Eine Idee, um jetzt im Labyrinth des Lebens voranzukommen. Okay, und wir haben gesagt, dass das, was für die nächste Stunde, nächsten Mittwoch um 21 Uhr relevant sein wird, ich möchte, dass Sie ein bisschen in sich gehen und dass Sie ein Bild davon aufmalen, wie Ihre Ehe, wie Ihre Partnerschaft jetzt im Moment ist, dass ich diese Übung für mich gemacht habe. Und dann auch mit meinem Mann geteilt habe, der überhaupt keine Ahnung hatte, was ich mit ihm dort bespreche. Mich war das zum Beispiel ein Foto. Es waren zwei Objekte. Okay, so wie das jetzt ist und so wie ich das gerne hätte. Okay, wenn Sie möchten, können Sie das natürlich gerne mit Ihrem Partner besprechen. Aber die Aufgabe ist vor allem für Sie selbst, um zu verstehen, so ist es jetzt und so hätte ich das ganz gern. Okay, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, können Sie die jetzt stellen. Wir haben ungefähr noch 5 Minuten, um etwas zu besprechen. Einfach Mikro anschalten und los. Hanna, hast du alles stumm geschaltet? Ja, Hanna, kannst du vielleicht die Stummschaltung aufheben? Wurde gemacht. Ja. Wo genau sollen wir die Bilder schicken, Ita? Also Sie können die Bilder zu mir schicken. Ich poste jetzt gleich einen Link. Ich habe einen Telegram-Kanal, dort steht auch meine persönliche Nummer. Sie können die Nummer auch, ich erlaube Hanna, meine Nummer weiterzugeben. Sie können mir das per WhatsApp schicken, wenn Sie Lust haben, wenn Sie das besprechen wollen, weil es ist sehr, sehr interessant, was aus diesen Bildern eigentlich was dabei rauskommt. Ich schicke mal gleich ein Telegram weiter. Sie können das aber auch für sich. Ja, im Telegram kann ich das nicht schicken. Ich habe da die Nachrichten, aber da steht nur stumm. Also ich glaube, das ist jetzt... Genau, aber Sie sehen dort meine Nummer, glaube ich. Nein, nein, sehe ich nicht. Okay, dann fragen Sie einfach gerne diejenigen, die mich jetzt nicht persönlich kennen oder sehen. Und dann können Sie mir das schicken, können wir das besprechen. Es ist sehr, sehr faszinierend und es ist sehr, sehr interessant. Und wiederum, es geht nicht darum, dass es ein Kunstwerk wird. Es geht darum, dass einfach man Sachen über sich und einen Partner versteht, weil viele von den Informationen wissen wir. Bei diesem Kurs geht es sehr, sehr viel um Selbstreflexion, darum, dass man einfach diese Sachen für sich selbst ein bisschen vielleicht tiefer versteht. Okay, ich kann sonst auch einfach meine Nummer jetzt auch hier reinschreiben. Ist vielleicht sogar noch einfacher.
Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Ideen? Möchte jemand ein Lied singen? Ja? Nein? Irgendwelche Kommentare, Ideen? Ich habe eine Frage. Ich bin nicht so mit dem Kunst so verbunden und ich kann mich nicht mit Kunst ausdrücken. Ich lerne jetzt gerade Coach und ich bin so typisch Coach. Sage mal, wie viel von 1 bis 10, wo stehst du mit deiner Ehe? Ja, das kann ich gut machen. Ich kann aber malen. Okay. Keine Ahnung, was ich malen soll. Okay, aber darum geht es gerade. Das ist jetzt keine Kunsttherapie. Aber weißt du, es geht, ich bin ja jetzt nicht sicher, wer gesprochen hat, ich glaube, okay. Es geht genau darum. Ich glaube, dass menschliche Beziehungen sind nicht immer von 1 bis 10. Weißt du, es ist ein bisschen komplizierter. Und ich glaube, dass sehr oft bei so künstlerischen, und wiederum, es ist total egal, ob man malen kann oder nicht. Aber es geht darum, dass man Einzelheiten sieht und plötzlich sieht man, oh, das ist so und ich sehe das so und guck mal, warum habe ich das jetzt genau so gefühlt und so gemalt? Und es ist wichtig zu verstehen, man wird einen inneren Widerstand spüren und dass man wird denken, ihr weißt, das ist doch Schwachsinn, das zu machen, das ist doch Kinderzeugs. Aber das ist, vertrauen Sie mir, es ist eine sehr, sehr wichtige Übung und man wird einfach sich sehr, sehr viel besser verstehen, weil nächstes Mal werden wir über Erwartungen sprechen und bei diesen Erwartungen ist es sehr, sehr wichtig nachzuvollziehen, was erwarte ich eigentlich von meiner Ehe, was erwarte ich von mir, was erwarte ich von meinem Partner und dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass sie diese Vorarbeit leisten und sich ein bisschen Gedanken dazu machen. Ja. Würdest du auch uns Instrumente geben, wie man, wenn man ein Wertsystem hat, wie man die dann auch wirklich schafft, im Leben einzubringen und nicht in ständigen Konflikt damit lebt, dass man eigene Vorstellungen nicht Okay, Rachel, das ist eine exzellente Frage. Also wenn wir das so genau wüssten, wie das einfach von 1 auf 100% geht, dann wäre das Leben vorbei, weil dann wären wir Roboter, dann würden wir einfach Programme ausführen, dann wären wir einfach eine Software und das sind wir nicht. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt, das ist da, wo wir menschlich sind, wo wir in der Lage sind, einfach Blödsinn zu machen, einfach nicht unserem Wertesystem entsprechend uns zu benehmen. Und ich glaube, die Frage ist noch stärker, einfach historisch, die Zeit, in der wir jetzt sind. Ich muss ehrlich, ich habe heute mit Julia gesprochen, also ich habe noch nie so viele Nachrichten von Frauen bekommen, die geschrieben haben, weißt du was, heute war mein absoluter Tiefpunkt. So schlimm, wie das heute war, war das eigentlich noch nie. So schwer, wie das heute war. Weil alle sind zu Hause, wir waren noch nie miteinander so viel zusammen. Wir sind einfach nicht darauf ausgelegt, so viel Zeit auch miteinander zu verbringen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Fehler Teil des Systems sind. Das wird passieren und das ist okay, wenn das passiert. Okay, aber ich werde lernen, ich werde mein Wertesystem stärken und wir werden natürlich in den nächsten Stunden darüber reden, wie man kritisiert, wie man richtig ein Kompliment macht, wie man lobt, wie man mit Fehlern umgeht. Wir werden eine Stunde über die Intimität sprechen, die einen komplett zentralen Punkt in der Ehe einnimmt und wir unsere Vorstellung über die Intimität, wodurch sie geprägt sind. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, es gibt kein Shortcut. Okay, wenn ich das mache, dann werde ich sofort alle meine Werte in mein Leben umsetzen. Nein, das werde ich nicht. Ich werde lernen und ich werde mich inspirieren lassen und ich werde mit Menschen in Kontakt sein, die toll sind und die mir Kraft geben. Aber es kann sein, dass wenn es dann soweit ist, dann werde ich stolpern, aber das ist nicht schlimm. Ich kann mich erinnern, dass ich hatte eine Liebeshütterin für meine Jungs. Das war eine ältere chassidische Frau und sie hat immer meinen Kindern beigebracht, das hört sich sehr rhythmisch an, schön auf Russisch, Upali Sielev Stal. Man ist gefallen, man hat sich hingesetzt, aufgestanden und weitergegangen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept. Wir möchten im Leben vorangehen. Wissen Sie, wenn man im Auto ist, ja, man schaut nach vorne und dann gibt es zwei kleine Spiegel, um nach hinten zu gucken. Aber ich gucke nach hinten, wozu? Okay, das stimmt, ich bin gefallen. Okay, sehr gut. Und jetzt werde ich das kurz evaluieren und dann werde ich gucken, wie ich weiterkomme. Weil manchmal ist einfach nicht die Zeit da
um genau zu verstehen, wie und was dort gelaufen ist. Deswegen Fehler, sobald man alles richtig im Leben macht, ist man mit der Mission hier fertig und dann ist es vorbei. Wegen Menschen, die leben, müssen lernen, mit Fehlern umzugehen, müssen mit Fehlern in sich selbst und in anderen zurechtkommen. Und das ist einfach ein Teil des Spiels. Es gibt keinen Weg drumherum. Ja, genau. Noch irgendwelche Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Okay, es war wunderschön, mit Ihnen hier fast 45 Minuten zu verbringen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin geehrt, dass so viele Menschen da sind. Bitte, bitte, machen Sie die Hausaufgabe, weil diese Aufgaben, diese Definitionen, gucken Sie sich ganz, ganz aufmerksam Ihre Definition durch, weil das, was wir glauben, das wird tatsächlich dann auch Realität. Und manchmal denkt man, weißt du was, aber ich habe nicht die Zeit, das zu sagen, okay, was ist Glück für mich? Weißt du, ich weiß eigentlich, was Glück ist. Sobald wir Worte definieren, sobald wir Begriffe in Worte kleiden, ist das schon eine komplett andere Realität für uns. Okay, sobald wir wirklich verstehen, aber was möchte ich wirklich erreichen? Was ist das Ziel? Was ist die eine Kleinigkeit, die ich eigentlich meinem Mann gönnen sollte? Okay, und die ich nicht mache, warum nicht? Wir werden sprechen genau darum. Es geht um Macht, es geht um Kennen, es geht um Wissen. Okay, deswegen bitte machen Sie sich vor allem selbst den Gefallen und machen Sie die Hausaufgabe, weil es sind kleine Schritte, genau wie wir gesagt haben. Menschen und Größe der Persönlichkeit sieht man in Kleinigkeiten. Und genauso Wachstum. Wachstum, das heißt, wir hatten hier einen Coach auf dem Call, aber es gibt so einen Begriff im Coaching, das heißt Baby Steps. Das sind immer ganz, ganz kleine Schritte, die eine Person voran. Wenn ich sagen würde, wissen Sie, ich möchte, mein Neujahrsvorsatz ist, eine bessere Person zu werden, eine bessere Ehe zu haben, eine glücklichere Ehe. Das ist kein Vorsatz, das ist gar nichts. Ja? Aber zu sagen, okay, es gibt eine Kleinigkeit, die für meinen Mann wichtig ist, okay? Und ich werde das jetzt einfach eine Woche lang tun, weil das für ihn wichtig ist. Und das kann für mich kompletter Schwachsinn sein. Okay? Aber das ist nicht wichtig. Wichtig, dass ich das Wertesystem der anderen Person sehe, respektiere und in mir die Kraft finde, wirklich das zu geben, was für die andere Person tatsächlich auch wichtig ist. Okay? Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und ganz viel Kraft für die Kleinigkeiten. Danke. Danke Ihnen auch. Danke. Ciao, war sehr interessant. Danke, danke. Danke, Ita. Danke an die Teilnehmerin. Das ist auf jeden Fall unser absoluter Highlight. Hier hatte jemand von deinem Tiefpunkt gesprochen. Das war unser absolutes Highlight diese Woche. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche und werden dann schöne viel Zeit haben aneinander oder an uns selber eher zu arbeiten. Man kann ja immer nur an sich selber arbeiten. Alles Gute. Bleiben Sie gesund und gute Nacht. Danke, für alle, die Schnee haben, genießen Sie den Schnee. Bis dann, mach's gut. Ciao. Danke, Anna.